Liebe unteilbar. Jede Gesellschaft ist eigentlich unteilbar. Gesellschaften sind vielfältig, aber im Endeffekt ein Ganzes. In der Menschheitsgeschichte wurden Gruppen nie ausgebeutet oder diskriminiert und es gab einen breiten Konsens. Erst der Staat und die kapitalistische Moderne haben die Gesellschaft geteilt. Um effektiver zu herrschen und auszubeuten, haben sie die Teile- und Herrschepolitik nicht nur im globalen Süden, sondern auch in unserer Gesellschaft praktiziert. Heutzutage erleben wir das wieder in voller Wucht. Die Schwächsten halten für geschürten Rassismus und Ausgrenzung oft her. Wir als kurdische Migrantinnen in Deutschland wurden insbesondere in den 90er Jahren durch das sogenannte PKK-Verbot so sehr kriminalisiert, dass damit der Abbau von demokratischen Grundrechten legitimiert wurde. Tausende wurden festgenommen, Hunderte inhaftiert. Aber als die Kurdinnen in Kobane vor 3 bis 4 Jahren einer der größten terroristischen Gefahren unserer Zeit, den sogenannten Islamischen Staat, schlagen und danach zurückdrängen konnten, funktionierte dieses unrühmliche PKK-Verbot nicht mehr. Die für ihre und unsere Freiheit kämpfenden Kurdinnen konnten nicht mehr als Terroristen gebrandmarkt werden. Doch seit 2017 hat die Bundesregierung die Repressionsschraube gegen kurdische Organisationen wieder deutlich erhöht. Alle, die mit ihnen zusammenarbeiten und so über die Revolution in Rojava und die Ansätze vom inhaftierten Ideengeber Abdullah Öcalan diskutierten, werden kriminalisiert. Gleichzeitig wird einer der gefährlichsten Diktaturen unserer Zeit, Erdogan, wieder mit militärischen Ehren in Berlin hofiert. Der türkische Staat ist der größte Feind der wichtigsten demokratischen Bewegung im Mittleren Osten, den Freien Kurden. Er steht an der Spitze eines extrem autoritären Staates, der überall die Freien Kurden angreift, massakriert und vertreibt und alle Demokratinnen im eigenen Staat erstickt. Vergesst nicht, dass diese Türkei Mitschuld an der Zerstörung in Syrien, Irak und Kurdistan und den vielen Millionen Vertriebenen hat. Doch wird der Türkei 6 Milliarden Euro geschenkt, um Flüchtlinge in inhumaner Weise zurückzuhalten. Der Wolf im Schafpelz wird bezahlt. Die BRD trägt durch Waffenverkäufe mit dazu bei, dass die Lebensbedingungen von Millionen Menschen in vielen Ländern zerstört werden. Millionen Menschen kommen nicht freiwillig nach Deutschland, sondern weil Krieg und Repression ihre Lebensgrundlagen kaputt machen. So sind wir als eines der reichsten Staaten der Welt verpflichtet, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und wir sind verpflichtet, uns für Frieden und Gerechtigkeit in aller Welt einzusetzen. Unsere Regierung tut es nicht, wir müssen sie dazu zwingen. Diese Demo ist erst der Anfang gegen den zunehmenden und hofierten Rassismus. Wir laden euch alle ein, mit uns am 1. Dezember in Berlin gegen das PKK-Verbot zu laufen. Liebe Antirassistinnen, wir müssen nicht nur aufstehen, wir müssen immer wieder aufspringen und dafür rennen. Vielen Dank an NAFDEM.